Eleganz, Kunst, Kraft und Konzentration, alles in allem wieder tolle Darbietungen beim Eiskunstlauf im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen. Hier geht's wieder richtig zur Sache bei den Vereinsmeisterschaften des SC Berlin und da lassen wir uns diesmal auch gern aufs Glatteis führen für die Kinder der 1. bis 4. Klasse. Wie die Eltern sind diese Vereinsmeisterschaften des SC Berlin wieder ein echtes Highlight. Also für Kinder auf jeden Fall dieser Wettkampfcharakter ist natürlich ganz stark. Die Kinder messen sich ja untereinander. Die Eltern können einfach hautnah dabei sein, das Ganze drumherum miterleben. Auch für Verwandtschaft, ne? Es ist im Verein. Die Vereinsarbeit ist halt auch ganz stark. Die Eltern können mithelfen und die Lehrer der Sportschule sind meistens dann dabei. Es ist halt ein schöner familiärer Wettkampf, wo alle Beteiligten einfach mal gemeinsam das Ganze und diese Sportart ganz hautnah erleben können. In der 2. Klasse der Jungen zeigt David Bartel auf dem Eis, was er drauf hat und gibt für den Sieg natürlich klar alles die Rechnung. Wird jedoch ohne Bastian Geisthardt gemacht. Dieser überzeugt mit Eleganz im hellblauen Frack und tollen Noten von 3,5, 3,6 und 3,6. Er springt direkt auf die Spitze des Treppchens. Die Mädchen der 2. Klasse liefern sich ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sophia Schulz beweist ganz viel Körperspannung und Gleichgewicht, erntet dafür viel Applaus. Doch auch Alina Langer im grünen Kleidchen hat fleißig trainiert und fliegt vom Eis dank guter Noten von 3,0, 3,1 und 3,2 auf Platz 1. Da in der 3. Klasse der Jungen diesmal nur ein Teilnehmer zu verzeichnen ist, liegt hier das Augenmerk ganz bei den Mädchen. Mette Bruss lässt sich den Wettkampf trotz leichter Stürze nicht vermiesen. Mit noch mehr Energie macht sie weiter und schlägt sich wacker. Frieda Herrmann jedoch sorgt bei ihrer Kür durch Schnelligkeit und abwechslungsreiche Figuren für noch bessere Stimmung. Ohne nennenswerte Patzer beendet sie ihren Auftritt. Das spiegelt sich nicht zuletzt in der Wertung wieder. 3,6, 3,6 und 3,7. Diese Noten reichen für den ersten Platz. Heute war der Spaßfaktor im Vordergrund, weil wir unter uns waren, weil die Klassen 1 bis 4 wie gesagt, von anderen Vereinen keine Konkurrenz hatten. Heute waren die Klassen unter sich, aber trotzdem eine gute Wettkampfbewährung für alle, die heute hier teilgenommen haben. In der 4. Klasse der Mädchen wird es dann nochmal richtig spannend. Trotz eines eher heftigeren Sturzes bringt Anna Haberling ihre Kür zu einem schönen Abschluss und erreicht eine nicht zu verachtende Note. 3,5, 3,5 und 3,3. Gegen die Leistung ihrer Kontrahentin und Vereinskameradin Alexandra Angorn reicht dies jedoch nicht ganz. Im pinken Kleid gibt sie alles und liefert die mit Abstand solideste, beste Kür. In ihrem Element legt sie einen schwierigen Auftritt hin und erhält dafür mit 3,8, 3,7 und 3,4 die besten Noten des Tages. Auch Lukas Freund darf sich über den ersten Platz freuen. Als einziger tritt er nämlich bei den Jungs der 4. Klasse an. Das schmälert seine Leistung allerdings nicht. Mit Noten von 3,5, 3,5 und 3,5 steht er auch verdientermaßen auf dem Treppchen ganz oben. Doch natürlich steht das Gewinnen nicht einzig und allein im Vordergrund. Vereinsintern geht es vor allem um den Spaß und natürlich auch den Lernfaktor.